Die Planwagen aus den Wildwestfilmen mit der großen Küche hinten dran haben mich schon immer derart fasziniert. So einen baue ich jetzt. Ich würde sagen, das Abenteuer kann beginnen. Angefangen hat es bei mir mit unzähligen von Fahrzeugen, von angefangen mit einem ganz großen Pfannkuchenrestaurant, eine riesengroße Catering-Küche im Style von 1920, 1930. Wir sind von Zürich nach Holland gefahren und haben überall Pfannkuchen verkauft. Tolles Projekt. Später habe ich dann gebaut einen Wohnbus für die ganze Familie. Wir haben 3 Kinder, die sind mitgereist. Jeder ein eigenes Schlafzimmer mit einem Vorhang, mit einem eigenen Fenster, Fliegengitter, Abenteuer pur. Die haben am Abend dann rausgeguckt auf dem Campingplatz und haben zugeguckt, wie die anderen ihre Wohnwagen rangiert haben. Das war immer ein Spaß. Der war dann irgendwann zu groß, die Kinder sind ausgezogen, wir haben uns verkleinert. Ich habe dann mit Florian zusammen ein Fahrradwohnwagen gebaut. Ultraleicht, ganz klein, mit ganz wenig Material, sehr minimalistisch ausgestattet, aus 3 mm Wandstärke, Polycarbonat-Hohlkammerplatte. 2 Wochen waren wir on Tour und haben wunderschöne Abende verbracht, mitten in der Natur, am See, irgendwo am Waldrand. Super Zeit. Jetzt habe ich Bock auf mehr Abenteuer. Ich will wieder bauen. Ich will zurück auf das Einfache und baue jetzt einen Planwagen in der moderneren Version mit einem Traktor vorne dran. Nicht einen normalen, es ist ein Einachstraktor. In der Schweiz kennt man die, das sind die Rapid. In Deutschland Eicher, Holder und so weiter. Das ist wie so ein Pferd vorne dran. Das symbolisiert eigentlich das Pferd und hinten die Holzbögen, eine Baumwollplane drauf und was kommt hinten drin? Natürlich eine Küche. Da, wo ich penne, da möchte ich auch kochen. Ich mache es uns eben ein bisschen gemütlich. Den Planwagen, den baue ich, um in den Wald zu fahren, Natur zu erleben, auf dem Feuer zu kochen. Im vorletzten Video oder so habe ich so einen Rimstove gebaut, einen Felgenofen. Ich habe ein Set gemacht, wo die ganzen Küchenutensilien drin sind. Was immer ein Thema ist, sind halt eben Äxte. Die müssen richtig schön geschärft werden. Naturnah leben oder Natur erleben, kochen auf dem Feuer, der Geruch von Harz, von frischem Regen. Das sind so die Sachen, die ich halt eben genau wieder mal erleben möchte und bauen. Immer wieder konstruieren, immer wieder optimieren. Die Plane, die da dann auf den Planwagen kommt. Das ist Baumwolle, natürliche Baumwolle, die hat keine Apparatur und gar nichts. Leute, ich bin jetzt schon am Experimentieren mit den Nähten, wie das dann so kommt. Robust, stark, ein richtig super spannendes Experiment. Und ich freue mich extrem auf die ersten Ausflüge und darin zu pennen, wenn es dann regnet. Ist das dicht? All das seht ihr in den nächsten Videos. Wie ich die Plane nähe, wie Beile geschärft werden, wie Messer gemacht werden, wie gekocht wird auf dem Feuer. All diese Dinge, die jetzt gebaut werden, die entwickelt werden, sind für den Planwagen, für die Küche. Oder aber unterhalb kommen Werkzeugkisten hin. Da kommen spezielle Werkzeuge rein und das ganze Material wird super schön in diesen Holzkisten verstaut. Kommt immer mit, ist immer dabei, brauchen wir, um ein schönes großes Lager aufzubauen. Was ich gern will oder immer noch oder früher schon gemacht habe, ist Fischen. Am Fluss entlang fahren, irgendwo auf die Kiesbank, habe da die Möglichkeit, direkt am Wasser ein großes Feuer zu machen, Lager aufzuschlagen, Fische am Feuer zu trocknen oder die grillieren oder halt eben die Fische in der Suppe zubereiten, wieder auf dem Rimstove. Der Rimstove, der kommt immer mit. Wenn ihr mich bei diesem Abenteuer Vintage-Planwagen begleiten wollt, da kommt ganz viel noch. Ich werde euch zeigen, wie das gebaut wird. Ich nehme euch mit immer wieder in meine Werkstätten zum Optimieren, zum Rausfinden und zu den ersten Fahrten in den Wald. Da werde ich dann übernachten. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mitkommt und mich begleitet auf meinem Abenteuer mit dem Rapid-Planwagen in den Wald. Wenn ihr die kommenden Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen, gute Ideen, selber Erlebtes mit irgendeinem tollen Vehikel, mit einem Fahrzeug, schreibt es mir bitte, bitte in die Kommentare. Ich bin unheimlich gerne dabei, das zu beantworten und bin gespannt, was ihr mir schreibt. Also, bis zum nächsten Video. Ciao.